Vom Flüchtling zum Fußballprofi. Die Story klingt besser als in jedem Hollywood-Film. Genau das hat Bakary Jatta erlebt. Vor 4 Jahren kam er zu uns nach Deutschland, aber jetzt gibt es einen schweren Vorwurf. Er soll seine Identität gefälscht haben. In Wahrheit heiße er Bakary Dafi und er sei auch älter. Stimmt das wirklich oder sind diese Behauptungen völliger Blödsinn? Die Infos dazu gibt's jetzt hier im Video. Eine Frage steht im Raum. Wer ist der Junge wirklich? Bakary Jatta, geboren am 6.6.1998, heute 21 Jahre alt, oder Bakary Dafi, geboren am 6.11.1995, also etwa 2 Jahre älter. Beide sind 1,84 Meter groß, kommen aus dem Ort Gunjur und sind Außenstürmer. Fangen wir mal ganz vorne in dieser Geschichte an. 2015 ist Bakary aus Gambia geflüchtet. Erst durch die Sahara, dann mit einem kleinen Boot nach Italien und ab da mit dem Zug nach Bremen. Sein Traum, ein besseres Leben. In einem Interview sagte Jatta über die Flucht, Zitat, es war der größte Albtraum meines Lebens. Ich war 16 Jahre, war ganz auf mich alleine gestellt und hatte Angst. Angst vor der Ungewissheit. Ehrlich, keiner von uns kann sich auch nur irgendwie vorstellen, wie schlimm so eine Flucht ist. Nun ja, Jatta kam in Bremen an, aber ohne Reisepass. Das ist völlig normal, viele Flüchtlinge haben keine Papiere bei sich. Deshalb wurde in Gambia ein neuer Pass beantragt und später dann nach Deutschland geschickt. Fakt ist, der ist echt, das haben die deutschen Behörden kontrolliert und die gambische Botschaft auch noch dazu bestätigt. Jatta bekam ein Probetraining beim HSV, der Verein nahm ihn unter Vertrag, tja, und da begann es dann doch ein bisschen merkwürdig zu werden. Beim Medizincheck kam nämlich raus, das Wachstum ist bereits abgeschlossen. Er könnte also rein theoretisch viel älter sein. Dazu sind in Football Leaks interne HSV-E-Mails aufgetaucht. Da sprach man über den Verdacht, Jatta könnte in Wahrheit Dafi sein. Schaut hier, links ist Jatta, rechts ein altes Bild von Dafi. Ja, die zwei sehen sich definitiv ähnlich. Wichtig ist, das hier sind keine handfesten Beweise, sondern einfach nur Indizien. Der HSV wollte trotzdem auf Nummer sicher gehen. Man forderte den Berater von Jatta auf, den Reisepass zu zeigen und die Echtheit zu bestätigen. Man kann den Hanseaten hier überhaupt keinen Vorwurf machen. Fakt ist, die Ausländerbehörde hat die Identität von Jatta bestätigt. Deshalb bekam er einen Vertrag beim HSV und nur deshalb bekam er eine Aufenthaltsgenehmigung. Klingt jetzt erstmal wie eine klare Sache. Trotzdem, es geht noch weiter in dieser Diskussion. Der Auslöser ist ein Bericht der Sportbild. Da heißt es wieder, Jatta und Dafi seien dieselbe Person. Das behaupten zumindest 2 Ex-Trainer von ihm. Wie glaubwürdig die sind? Keine Ahnung. Tja, aber eine Sache macht mich schon ein bisschen stutzig. Jatta hat nämlich mal behauptet, ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt. Das gab es dort nicht. Höchstens mal am Wochenende konnte man ein betreutes Training mitmachen. Stimmt das wirklich? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die FIFA hat für internationale Transfers das System TMS. Da werden alle Spieler der Welt gelistet. Laut den Infos haben beide, also Dafi und Jatta, für Brikama United gespielt. Der Club ist in der ersten gambischen Liga, also, wenn man so will, ein Profiklub. Beide Spieler haben aber komplett unterschiedliche Lebensläufe. Dafi war U20-Nationalspieler. Er kickte bei Vereinen in Gambia, Nigeria und im Senegal. Im November 2013 verschwand er dann aber plötzlich von der FIFA-Liste. Im Februar 2014, also ein paar Monate später, tauchte dann Bakary Jatta auf. Klingt erstmal mysteriös, oder? Der eine verschwindet von der Bildfläche und der andere steht plötzlich da. Jatta galt aber nur als Amateur und stand nie bei Brikama United auf dem Spielbogen, sprich, er kickte kein einziges Mal in der ersten Liga. Dazu kommt, und das ist ganz wichtig, als der HSV Jatta 2016 unter Vertrag nahm, musste man das im FIFA-System TMS angeben. Dort bestätigte dann der gambische Verband, der Name des Spielers, Bakary Jatta, und das Geburtsdatum, 6.6.1998, sind korrekt. Man hat also erneut die Identität bestätigt. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. Es gibt die Vermutung, irgendwas könnte da faul sein. Aber es gibt keinen einzigen Beweis. Blicken wir deshalb mal auf die aktuelle Lage. Der Hamburger SV steht zu 100% hinter Jatta. Man stärkt ihm den Rücken und das Wichtigste, man lässt ihn Fußball spielen. Die DFL hat bestätigt, es gibt für ihn eine offizielle Spielerlaubnis. Hier ist der Tweet für euch. Jatta zeigt es eh gerade seinen Kritikern. Beim 4:2-Sieg im Spiel beim Karlsruher SC hat er ja direkt mal ein Tor vorbereitet. Eine tolle Reaktion, vor allem auf die Pfiffe der KSC-Fans. HSV-Sportvorstand Jonas Bolt sieht sich in diesem Fall im Recht, denn es existiert, wie gesagt, ein echter Reisepass und eine Aufenthaltsgenehmigung. Das sind offizielle Dokumente. Der HSV hat also alles getan, was im Bereich des Möglichen ist, um die Identität zu kontrollieren. Denn in den DFB-Richtlinien steht,
Fußballvereine sollten bei Ausländern grundsätzlich die Angaben der Behörden zur Grundlage ihres Handelns machen. Für Vereine besteht kein Grund, behördliche Dokumente in Zweifel zu ziehen oder die dortigen Angaben gar selbst zu überprüfen. Das ist eine ganz klare Ansage. Trotzdem, so wie es jetzt ist, und da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen Klarheit und das so schnell wie möglich. Was aktuell in der zweiten Bundesliga abgeht, ist wirklich absurd. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben Einspruch eingelegt, eben weil Jatta gespielt hat. Alle haben gegen den HSV sportlich verloren, zum Teil sogar sehr deutlich. Und jetzt wollen sie trotzdem am grünen Tisch 3 Punkte holen. Hier gibt's ein ganz großes Problem. Der Jurist Christoph Wieschemann hat gesagt, eine Spielberechtigung wird nicht rückwirkend entzogen, weshalb kein Raum für eine neue Spielwertung besteht. Die Vereine sagen, es sei ihre Pflicht, Einspruch einzulegen. Absurd in dieser ganzen Situation und diesen Protesten ist, die Vereine müssen jetzt das tun, was weder die deutschen Behörden noch der Verband können. Und zwar beweisen, dass Bakary Jatta eine falsche Identität hat. Es gibt bis jetzt nur einen windigen Bericht der Sportbild, in dem kein einziger Fakt steht, sondern nur Indizien und Spekulationen. Ich bin echt gespannt, wie sie das jetzt beweisen wollen. Andere Vereine agieren, wie ich finde, in dieser Situation deutlich souveräner und fairer. Der Chemnitzer FC hat nach dem Duell im DFB-Pokal keinen Einspruch eingelegt. Sogar Rivale St. Pauli wird, sollte man das Derby verlieren, das akzeptieren. Jetzt muss das DFB-Sportgericht dringend eine Entscheidung treffen und das passiert wahrscheinlich noch im September. Was die letzten Wochen in den sozialen Medien abgeht, macht mich eigentlich nur noch traurig. Ohne irgendwelche Beweise wird ein Mensch vorverurteilt. Es ist so viel Hass zu lesen. Wir müssen uns dringend mal alle beruhigen, denn es gibt auch immer noch den Satz, im Zweifel für den Angeklagten. Kann ich beweisen, dass die Gerüchte nur Lügen sind? Nee, kann ich nicht. Gleichzeitig kann ich aber auch nicht beweisen, dass Jatta in Wirklichkeit Dafé heißt. Sportlich ist es völlig egal, ob der Junge 21 oder 23 Jahre alt ist. Im Fußball geht's um Leistung, wer der bessere Sportler ist. Aber in dieser Diskussion geht's leider lange schon nicht mehr um den Sport. Es geht um die Politik, es geht um Flüchtlinge und die Frage, ist Jatta illegal hier? Die Fakten sagen, nö, ist er nicht. HSV-Trainer Dieter Hecking hat sich dazu geäußert, Zitat, Bakker hat alle Dokumente vorgelegt und sie sind rechtsgültig. Wenn wir dem Staat und den deutschen Behörden nicht mehr vertrauen können, dann können wir nach Hause gehen. Ich finde, Bakary Jatta ist ein Positivbeispiel für Integration. Er ist nett, respektvoll und in der Mannschaft sehr beliebt. Er lernt fleißig Deutsch und spricht die Sprache schon sehr gut. Dazu meinte Jatta mal, Zitat, mein Weg zeigt, dass jeder, ob Flüchtling oder nicht, alle Ziele im Leben erreichen kann. Der Junge zaubert mit seinem Stil auf dem Platz den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Das ist ein junger Fußballer, der das macht, was er liebt. Er hat niemandem etwas getan. Natürlich muss die Wahrheit ans Licht, das wollen wir alle. Und sollte er lügen, muss es eine Strafe geben und Konsequenzen. Aber wichtig sind Respekt und Anstand. Und genau das fehlt zurzeit in dieser Diskussion. Und genau deshalb habe ich auch dieses Video gemacht.